habe für mein Geringverdienergehalt viel in Kryptos investiert. Glaubst du, wenn man monatlich 200 € reinstecken tut, kann man Millionär werden? Nein, das glaube ich nicht. Das ist meines Erachtens nach keine Methode, um viel Geld zu machen mit Kryptos. Ich persönlich, ich würde, wenn ich die Möglichkeit hätte wie du, würde ich die 200 € nehmen und mir beiseite legen. Und wenn der Kryptowinter gekommen ist und die Märkte so richtig gecrashed sind und wir extrem tiefe Preise erreicht haben, dann würde ich den Stack an Geldern nehmen, die ich habe, und in Kryptos rein investieren. So hat man wesentlich höhere Möglichkeiten, irgendwann mal diese Millionen-Marke zu knacken. Und wenn nicht beim ersten Mal, dann kannst du dir die Gewinne auscashen, dann im nächsten Bullrun, beziehungsweise im übernächsten Bullrun dann nochmal das Ganze vermehren. Moin Caro, höre heute aufmerksam zu. Immer wieder beeindruckend. Es macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Danke dir auch, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Höre ich gerne. Caro, dir und deiner Familie alles Gute. Auch deiner und euch allen auch, mein Lieber. Markt erholt sich bald. Milliardäre haben eh schon anfangs ausgecashed. Bald Dash Halving. Was denkst du? Ja, abwarten, ne? Bei Dash kommt ja nicht nur das Halving, da gab es ja auch einige Upgrades. Ich denke, viele haben Dash einfach viel zu früh abgeschrieben. Und die sehen jetzt natürlich das Potenzial, diesen Aufwind, den der Kryptomarkt gerade hat. Und da sie schon ein laufendes Protokoll haben, denke ich mal, wollen sie auf dem Zug weiterhin bleiben. Ich wollte gerade sagen aufspringen, aber sie sind ja schon auf dem Zug schon längst. Aber sie wollen weiterhin dort bleiben und werden wahrscheinlich weitere Bemühungen und Anstrengungen an Tag bringen, um nicht abgehängt zu werden. Ne? Schauen wir mal. Ich denke, Dash wurde von viel zu vielen zu früh abgeschrieben. Werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Bin circa 20k in XRP drin. Bei 0,7 leider. Und fühle mich dennoch hinterher. Also, 1 Million erwarte ich Minimum. Fühle mich unterkauft. Mach nicht den Fehler, dass du in so eine Sucht gerätst und denkst, du musst jetzt immer mehr und immer mehr einkaufen. Wir könnten jetzt aktuell auch. Wir haben genug Liquidität beiseite, dass wir uns weiterhin dick einkaufen könnten. Machen wir aber nicht. Wir warten auf diese tieferen Preisbereiche, wenn der Crash so richtig kommt, wenn wir richtig tief im Kryptowinter sind. Darauf warten wir, um einfach mehr für unser Geld zu bekommen. Für mich persönlich ist es bei XRP nicht eine Frage von ob, sondern wann. Wann wird das Ganze durch die Decke gehen? Hat man so viel Geduld? Werden die meisten, die gesagt haben, ach, ich halte so lange, ich werde ewig halten, ich halte die nächsten 5 bis 10 Jahre, werden sie das auch tun, wenn XRP auf 30, auf 40, auf $50 gehen wird, bevor es letztendlich in wesentlich höhere Preisbereiche kommt, werden sie dann noch die Kraft haben, durchzuhalten oder werden sie dort schon verkaufen? Ich glaube, die meisten werden schon viel, viel früher verkaufen. Ich glaube, viele werden schon, wenn wir den All-Time-High erreichen, den letzten, da werden viele schon einknicken und verkaufen. Vielleicht auf dem Weg dahin schon. Ich werde 10.000 XRPs, ich werde die für die nächsten 5 bis 10 Jahre, je nachdem, wie der Markt verläuft, nicht verkaufen. Mindestens 5 Jahre werde ich sie halten. Mindestens. Und mit den restlichen XRPs, die ich halte, ja, da werde ich versuchen, die Höhepunkte zu verkaufen und tief wieder einzukaufen. Das auf jeden Fall. Darum, gerat bitte nicht in so ein Fieber, wo du jetzt permanent neu einkaufen möchtest, weil das kann dich kaputt machen. Das kann zur Sucht führen. Das ist sehr, sehr gefährlich, mein Lieber. Meiner Meinung nach ist Bitvavo mit die sicherste und günstigste Kryptobörse. Sie ist zudem EU-reguliert, hat eine große Auswahl an stabilen Altcoins und mit unserem Link zahlst du 0 € Gebühren für die ersten 1.000 €, die du tradest. Registriere dich jetzt über unseren Link.